Hallo ihr Lieben, hier ist Mara Ferling. Passend zu meinem Buch heute die Anfangsmusik. Und zwar möchte ich euch heute aus meinem Buch lesen, was hinter dem Himmel kommt. Und zwar möchte ich euch das Kapitel 7 lesen über das Glück. Zuvor noch ein paar einleitende Worte. Und zwar werdet ihr immer wieder, wenn ich lese, von den Irdani hören. Und ja, was sind jetzt eigentlich die Irdani? Wer ist das überhaupt? Und ja, ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, an eine Macht gedacht, die halt uns Menschen beeinflussen möchte. Nicht immer zu unserem Besten, sondern natürlich zum Besten der Irdani. Und die uns die Freiheit nehmen möchte, das zu denken, was wir denken möchten. Und diese Macht hat sich in meinem Buch ausgebreitet und diese Macht ist sozusagen allgegenwärtig. Und die beiden Protagonisten, das sind also der Schirler und der Spezialist, diese beiden sind sozusagen angetreten, um sich dieser Macht in den Weg zu stellen und ja, sie zu bekämpfen, sie zu ergründen, zu verstehen. Und ja, und die beiden unterhalten sich halt über die vielfältigsten Themen. Ja, und in Kapitel 7, was ich euch heute vorlesen möchte, da geht es um das Glück. Wieder und wieder trafen sich der Schirler und der Spezialist, bis der Spezialist eines Tages sagte: Jetzt haben wir genug wiederholt. Wir wollen nun mit einem neuen Thema fortfahren, dem Glück. Für viele Menschen ist es der wichtigste Leitstern in ihrem Dasein. Nachdem du von mir aufgeweckt wurdest, konntest du bis jetzt schon einige Zeit deine Erfahrungen sammeln. Hast du herausgefunden, was dich glücklich macht? Ist es dir gelungen, deine Seele in Schwingung zu versetzen und ebenso deinen Bauch zufriedenzustellen? Dein Bauch ist das Sinnbild für deine Körperlichkeit, für deine irdischen Bedürfnisse, die du als Mensch alle befriedigt haben möchtest. Und deine Seele ist der Ausdruck deiner geistigen Verbundenheit mit allem, was lebt und leben will, mit allem, was Freude in diese Welt bringt, mit allem Schönen schlechthin. Dein Körper und deine Seele wollen beide gleichermaßen befriedigt werden. Das bedeutet es, wenn ich von Glück spreche. Manchmal sagen die Menschen: Da hast du aber Glück gehabt. Doch dieser Satz ist von den Irdani geprägt worden. Denn Glück hat man nicht gehabt, sondern es wird ganz bewusst von dir in dein Leben gerufen. Doch leider haben die Menschen verlernt, wie das geht. Die Irdani haben ihnen eingeredet, dass Glück immer etwas mit der Befriedigung materieller Bedürfnisse zu tun habe und dass sie das Glück außerhalb von sich selbst suchen müssten. Und so haben die Menschen angefangen, alles Mögliche zu horten, Geld und Gut und was sonst noch alles. Doch mancher konnte sein Glück trotzdem nicht finden, denn das Glück wohnt in jedem Menschen selbst. Es will nur entdeckt und sorgsam gepflegt werden. Es ist wie eine zierliche Pflanze, die tief im Verborgenen darauf wartet, dass ihr Samenkorn reifen kann und der Keim endlich das Licht der Welt erblickt. Das Glück, das in dir wohnt, ist etwas ganz Kostbares, denn nur du allein hast den Schlüssel dazu. Niemand sonst kann dir sagen, was dich und nur dich allein glücklich macht. Beschütze es vor den Gefahren dieser Welt, vor den Irdani und ihren Helfershelfern, denn sonst kann es dir passieren, dass du in die Irre läufst und dass du irgendwann, wenn du genug gekauft hast, genug geliebt hast, genug gegessen hast, genug von allem hattest, trotzdem nicht zufrieden bist. So wollen es die Irdani. Denn du hast das Glück in dir zerstört, und zwar mit ganzer Kraft. Denn du hast den Irdani geglaubt, als sie dir gesagt haben, dass das Glück in den Bergen wohne und dass es ganz beschwerlich sei, dort oben hinauf zu gelangen. Sie haben dir bewusst verschwiegen, dass du gar nicht zu suchen, sondern nur zu empfangen brauchst,
denn du trägst das Glück in deinem Inneren und niemand außer dir kann es für dich finden. Du allein bist berufen, deinen Weg zu gehen. Und noch einmal, hüte dich vor den Irdani. Die Form des Glücks, die sie vermitteln, das materielle, rein irdische Glück, ist vergänglich und wird nur allzu oft mit dem wahren Glück verwechselt. Wie sollen die Menschen dies auch verstehen? Die meisten von ihnen schlafen ja immer noch, so wie früher du. Und da ist es nun einmal so, dass die Irdani sie in der Hand haben. Sie flüstern dir ein, dass du nicht glücklich sein kannst, solange du nicht der reichste Mann oder die schönste Frau dieser Welt bist. Sie flüstern dir ins Ohr, dass es nur wenige schaffen könnten, ihr Glück zu finden. Und sie säuseln den Menschen ins Gehirn, dass nur sie es seien, die ihnen helfen könnten, mit Rauschmitteln und Ausschweifungen und materiellen Gelüsten. Doch all das wird die Menschen nur noch unglücklicher machen. Glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die den Irdani verfallen sind. Für sie gibt es keine Rettung. Nur einzelne von ihnen konnten sich wie du durch ein Wunder aus ihren Fängen befreien. Nicht ohne Stolz muss ich zugeben, dass wir Spezialisten daran fast immer beteiligt waren. So konnten wir schon manchen Menschen aus den Klauen der Irdani befreien und ihn seinem wirklichen Glück zuführen. Doch viele Menschen wollen eigentlich gar nicht glücklich sein. Sie reden zwar selbst unaufhörlich vom Glück, doch wenn es für sie zum Greifen nahe ist, dann können sie sich doch nicht von den Irdani lösen und verharren in den alten Mustern, die besagen, dass das Glück irgendwo in den Bergen wohne und dass es nur wenige schaffen würden, dorthin aufzubrechen. Und noch viel weniger würden es schaffen, dort auch anzukommen. So sagen es jedenfalls die Irdani. Welch eine Tragik, sage ich dir. Manchmal blutet mir mein Herz, wenn ich einen Menschen sehe, der seine Seele an die Irdani verkauft hat. Und wenn ich sehe, wie er leidet. Doch er weiß es eben nicht besser und hat niemals auch nur eine Ahnung davon gehabt, wie es sich anfühlen könnte, wirklich glücklich zu sein. Meist gehört auch gar nicht so viel dazu. Du musst nur in dich hineinhören und lauschen. Du erinnerst dich, die Meditation, sie ist einer der Schlüssel zum Glück. Hier findest du Ruhe und klare Gedanken und einen geschützten Raum, zu dem die Irdani keinen Zutritt haben. In der Meditation geschieht etwas Wundervolles. Deine Seele und dein Geist verbinden sich miteinander und diese Energie baut eine unsichtbare Mauer um dich herum. Niemand kann sie sehen, doch du wirst vielleicht zum ersten Mal Herr deines Geistes. Und damit kommt auch das Glück zu dir. Endlich. Da es so lange gewartet hat, freut es sich sehr, dich endlich zu begrüßen. Und du wirst ganz verwundert sein, denn es wohnt nicht in den Bergen, es wohnt in dir. Wenn du es in dir gefunden hast, das Glück, dann halte es gut fest. Denn die Irdani werden nicht eher ruhen, bis sie jedes Glück von dieser Erde getilgt haben. Mit Festhalten meine ich nicht das Festhalten im irdischen Sinne, sondern gut auf es aufzupassen, es liebevoll zu umsorgen, es immer im Blick zu haben. Damit wirst du den Irdani einen großen Schlag versetzen. Denn wenn niemand mehr auf irgendwelche Berge klettert und dort nach seinem Glück sucht und es natürlich nicht findet, wer wird ihnen dann noch Glauben schenken? Doch fühle in dich hinein. Hier findest du alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und wenn du dieses innere Glück empfunden hast, dann wird es sich auch in äußeres Glück verwandeln. So ist das Gesetz schon seit Anbeginn der Zeit.
bis die Irdani in diese Welt kamen und das Glück den Menschen wegnahmen. Heute ist es wieder Zeit, sich daran zu erinnern, wie es früher einmal war, wie paradiesisch sich das Glück anfühlen konnte. Lass es nicht zu, dass die Irdani das Glück von dieser Erde gänzlich vertreiben. Kämpfe für dich selbst und für andere. Zeige ihnen, wie man glücklich wird. Und zeige den Irdani, dass es noch Glück gibt auf dieser Erde. So viel Glück gibt es hier, sage ich dir. So viel Glück. Denn mittlerweile gibt es viele Spezialisten wie mich. Und von euch Menschen, die aufwachen, werden es auch immer mehr. Welch ein Glück.